So, hallo, wir machen weiter. Bei Evil Conquest 2 und letztes Mal sind Dinge passiert. Ist jetzt egal. Ich mache einfach weiter. Ich habe gerade nicht im Okay. Kopf, wie ich den zusammenfassen soll. Wir haben den blauen Switch gemacht. Wir haben das letzte Level von Welt 5 gemacht. Genau. Ja. Und wir haben, glaube ich, das Level vor dem Switch hast du noch gespielt. Ich habe gerade irgendwas gedrückt. Richtig. Ach, das sind wieder solche. Oh, okay. Die kennst Okay, du aus hier darf ich nicht dem blauen runterfallen. Switch Palace. Da unten waren Genau. rote. Na, das war jetzt. Ja, ich bin smart. Oh, aber die Atmosphäre. Oh! Okay, da kann ich jetzt hier raus wieder. Die Atmosphäre, Hilfe. Gott, die Musik. Voll gruselig. Ominöses Level. So, also den drücken wir nicht. Dann kann ich hier wahrscheinlich rein. Okay. Oh Gott! Erstmal Hilfe, was war das denn? Ein Jumpscare. Ja, habe ich gemerkt. Puh. Hä, wo? Ach, da drüben muss ich hin. Und dann ist der Dings wieder andersrum. Und jetzt muss ich. Jetzt muss ich da wieder rein. Da wieder rein! So. Hä, nee, der gelb. Wait, das war. Hä? Ich bin blöd, Du ne? hast gerade den Game aktiviert. Ich bin blöd. Ich muss es so machen und dann wieder rein. Okay. So, Von jetzt. wem haben wir das letzte Level in Welt 5? Das habe ich noch gar nicht, haben wir noch gar nicht gefragt. Ach Genau. so, Die beiden Lost-Teile. Schwierig. Gehe mal auf. Uah! Ich dachte jetzt, das ist War was hat. leider nicht. Nee. Du hast gerade den blauen aktiviert. Ich geh auf Lux. Das ist richtig. Die andere Antwort wäre aber auch, also das dann wäre auch richtig gewesen. Das haben wir nämlich zusammen gemacht. Ja. Ah ja. Jeder hat einen Abschnitt gemacht. Lux Jetzt den müsste ich dann ersten, ja ich den raten, wer zweiten. welchen Abschnitt gemacht hat. Ja. Ist egal, habe ich schon gesagt gerade. Ah, okay, habe ich nicht gehört. Dann sag's mal. Dann sag's mal. Mal kurz überlegen, wo der Unterschied zwischen den Abschnitten war. Ich habe keinen festgestellt, verdammt. Das 50-50 Dark hat den zweiten gemacht und Lux den ersten. Das ist Okay. richtig. Okay. Gut geraten. Profi. Soweit. Also ich will, dass die. Hä, aber wenn ich hier die drücke, dann müssten doch draußen die. Ach so, die sind dann. Also ich will hier durch. Der gelbe muss gedrückt sein, aber der blaue muss auch gedrückt sein. Aber damit der blaue gedrückt ist, muss ich den hier drücken. Und dann komme ich aber hier nicht mehr zurück. So. Aber jetzt ist unten der Weg zu. Und wenn ich jetzt. Hä, wie Der kriege ich Weg den ist Weg da rot. wieder auf? Dafür Rote müsste ich. Blöcke. So. War da oben? Was war denn da oben? Ach, nix, war nur die Wolke. Da oben ist nichts. Dafür müsste ich doch aber den roten jetzt wieder drücken. Genau. Puzzle-Level. Hope you liebt das. Grüße gehen raus an dich, Mann. Aber in dem Moment, wo ich den roten drücke, ist ja der gelbe dann wieder aus, oder bin ich jetzt blöd? Sollte der Muss gelbe an mal sein? umprobieren. Weil wenn ich hier den drücke, dann springt da drüben der andere hoch. Ja. So. Huch, Hilfe, da wollte ich nicht drauf. So, aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe, so, dann ist jetzt der gelbe richtig. Weil hier oben ist ja offen. Ach, hier ist ja direkt der gelbe da. Hä? Nee, aber das. Aber ich brauche den blauen jetzt hier. Wait, was ist denn da oben für einer? Glaube ich, ein Ein roter, der gedrückt Daumen ist ist. auch rot, Roter. oder? Ja, weil du den drinnen schon gedrückt hast. Richtig. Aber Genau. ich komme ja hier. Ich müsste jetzt den hier drücken. Hä, bin ich denn dumm? Ich habe doch nicht so viel zur Auswahl. Hey, jetzt sind die an! Puzzle-Level.
Hä, von war die nicht. Hä? Ja, ach, weil ich den blauen noch nicht gedrückt hast. Weil ich den blauen noch nicht gedrückt. Ah! Ich hab. Es kann immer nur eine dieser Blockfarben gedrückt sein. Ah, ich hab. Ich verstanden. Ich hab das. Ich, ah, okay. Genau. Ich hab vorhin den blauen immer sofort gedrückt und dadurch hat es die roten da unten ausgemacht. Ja. Ach Gott, ach Gott. So war es gerade eben. Okay, also dann so. Dann gehen wir wieder da rein, drücken den roten. Dann sind die roten. Ah, tschüss. Dann sind die roten an. Dann können wir da unten weitergehen und gucken, was noch kommt. Okay, ich hab das. Ja. Dann, ja. War das bisher alles Murks? Yes. So, gehen wir da wieder ran. Ich hasse Röhren. Ich glaube, das Gesicht, was in dem Jumpscare-Raum auftaucht, ist von der Mario.exe Creepypasta, wenn ich mich nicht erinnere. Genau. Ah ja. Einer Mario.exe Creepypasta, da gibt es genug. Genau. Nur als weiterer Funfact. Ich habe erst kurz gedacht, das ist irgendwie so eine Variante von diesem Metroid-Viech da. Aber. Ah. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein Metroid-Viech. Der in dem... Warte das? In dem... diesem Außenabschnitt. Dieses Stromding da. Egal. Ich hab Metroid gespielt, deswegen. So, wo weil bin ich jetzt vorne runtergefallen? Ich, da konnte ich stehen. Bei den gelben Outlines. Vorne, da, wo das Gelbe da ist, am Boden. Ach, ja, hier bin ich runtergefallen, okay. Weil du den gelben nicht gedrückt hast. Okay, hier kann ich einmal durch und mich umgucken. Da unten ist ein blauer. Hier kann ich rein, Hilfe. Jo. Nein! Jetzt kann ich von vorne anfangen. Das wollte ich nicht drücken. Okay, also von vorn. Weil jetzt haben wir im Prinzip, jetzt haben wir nichts. Das ist, um genau zu sein, ist das eine Reset-Pipe für den Fall, dass man was verkackt. Ah ja. Jetzt haben wir zumindest noch nichts gewonnen. Also nochmal von vorn. Ach Gott, hier ist jetzt habe ich nicht mehr dran gedacht, dass da der Sound kommt. So. Auch noch ein Funfact zu diesem Level, beziehungsweise zu der ganzen Welt. In dem Thread auf SMU Temple hatte ich halt geschrieben, dass es halt eine Grusel-slash-Horror-Welt geben wird. Und dann hat der liebe Ricardo im Talkhaus gefragt, ob nicht, wenn der Hack rauskommt, Rock Paladin spielen soll. Daraufhin kam dann die Antwort von einem der Foren Mitglieder, nein, da sind Jumpscares drin und Drawcore mag keine Jumpscares. Ja, gut, also. Grüße gehen raus an Drawcore an der Stelle. WTF. Grüße gehen raus ans Talkhaus. Ans Talkhaus. Wait, sind das schon wieder so komische? Das sind normale, glaube ich. Der ging gerade voll ab, der Geist. Jetzt ist er normal. Hilfe! Ich will hier nicht sein! Ich sehe nicht, wo muss ich. Ah, die blauen sind an. Ich hab. Guck mal, der Geist geht voll ab, der drüben. Hilfe! Oh, ja, das. Ja, das sieht man bei uns nicht so gut. Okay. Ich meine, das wäre auch ein schönerer Bub. Der springt so auf und ab. Ist das der hier? Nee. Ja, irgendeiner ist so komisch auf und ab gesprungen. Ich glaube, der war weiter links. So, jetzt hier kann ich. Nee, doch. Da komme ich hoch. Aber ich habe keine Ahnung, was ich drücken will. Es sind so viele Schalter überall. Ich spiele einfach irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Wenn ich den jetzt drücke, ist Quatsch. Dann komme ich. Wenn ich den jetzt drücke, dann falle ich hier durch.
Jetzt komme ich hier nicht mehr. Alter. ETF. Was habe ich jetzt da gewonnen? Außer dass ich jetzt... Hilfe! Du musst von hier aus nicht mehr nach links zurück. Also, keine Sorge. Du musst nicht nach links. Ja, dann kann das jetzt ja auf jeden Fall falsch sein. Also wenn du den Normal Exit machen möchtest, musst du von hier nicht mehr... Oh Gott, das Ding hat zwei Exits. Genau. Oh nee. Oh Mama. Okay, also... Ach, da unten war ja... da unten war ja die, waren die blauen Blöcke. Ja. Ich will jetzt mal essen gehen. Ja, ja, ja. Ist okay. Nachher. Das wollte ich nicht drücken. Ich muss an dem vorbei, ohne den zu drücken. Jetzt habe ich es verstanden. Richtig, richtig. Jetzt kommt wieder der blöde Buh-Laser. Geh weg. Genau. Geh wieder weg. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt ohne hier irgendwas zu drücken, einfach da runter. Das lief nicht so gut, würde ich sagen. Da war noch einmal einer. Nochmal Buh-Laser. Genug ja, Versuche. Danke. Gut. So viel dazu. Du hast trotzdem noch genug Versuche. Hast du noch genug Leben? Wo, wann habe ich denn den Midway? Ja, hier war ein Midway-Point. Wann habe ich den denn ausgelöst? Als du da zum ersten Mal hingelaufen bist. Das ist, ich habe gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Ja, du hast die Midway-Point-Flagge schon erreicht. Ich habe den gar nicht gesehen. Das macht das Level schon mal angenehmer. So, jetzt komme ich da auch durch. Ja, fuck. Das jetzt war's. Jetzt glaube ich komplett, ja. Ich glaube, der Sprung. Ich glaube, der Sprung ist ein bisschen zu mies. Den könnte man noch vereinfachen. Oh, hier ist. Habe ich den Fuck. Wenn man mit dem Cooper halt kontrolliert drüber springen muss. Ja. Hey, jetzt ist schon offen. Ja, weil du den blauen aktiviert hast. Aber ich bin ja gestorben zwischendurch. Oh. Oh, Moment. Ich glaube, wenn man. Oh, das wusste ich noch gar nicht, tatsächlich. Das stirbt, ist gelöst, wenn ich sterbe. Das ist gut. Hm, lustig. Also, das ist so, wenn man stirbt und dann das Level neu betritt, dann ist der Schalterstatus der, den du zuletzt aktiviert hast. Ach so, ja gut, dann muss ich es doch erst auslösen vorher. Wusste ich gar nicht. Gott, wo bin ich denn jetzt hier überall? Du hast gerade eine Yoshi-Kanne gesammelt und bist ein bisschen weiter links halt. Also von da bist du gekommen. Ich wollte das drücken und jetzt muss ich aber darüber, ohne die zu drücken, oder was? Ich sehe nicht, ob da Boden ist. Da ist Boden, hier kann ich stehen. Da ist Boden. Jetzt muss ich. Okay. So, wo ist da jetzt Boden? Nirgends. Ja. Gut, gut, dass ich es feststelle und trotzdem runterlaufe. Oh, jetzt habe ich auch nochmal auf, dass es da erkenntlicher sein sollte. Ja, vielleicht macht ihr einfach diesen. Aber das macht wieder dann die Gruselatmosphäre weg, wenn ihr das Ding wegnehmt. Ja, diesen Effekt da unten, dass es so dunkel ist. Ja, ich glaube, wir erhöhen einfach den Boden um einen Block nach oben, dass man da. Ja, gut, wenn das geht. So wie hier zum Beispiel den Boden besser sehen kann. Hm. Hier kann ich nicht stehen, da kann ich stehen. Ach so, ich bin. Diese Röhre war nur für die Yoshi-Coin da. Ja, genau. Gut, dann kann ich die jetzt skippen und kann das auslösen und muss jetzt sozusagen einfach die nicht auslösen. So. Dann sind wir jetzt hier. Dann drücke ich jetzt hier wieder den gelben nicht und springe hier hoch. Genau. Genau, genau. Wie viele sind da denn drin? Das möchte ich nicht auslösen. Da ist einer. Da ist einer drin. Ach, das ist ein Buh-Laser. Da ist ein Buh-Laser drin. Da sind nicht 1000 Buhs. Das hat so gewirkt, wie wenn die einfach alle da reingequetscht worden sind. Ich bin schon wieder zu viel am Mario Maker nachdenken. Das würde ja gar nicht. Ich kann verstehen, was du meinst. Das sieht echt so aus. Genau, aber es ist nur ein Buh-Laser. Also nur einer. Gut. Genau. Das wird ja auch gar nicht gehen. Ne? Wir sind ja nicht im Mario Maker. Nur da kannst du so Zeug zusammen. Oh, das war blöd. Das würde hier überhaupt nicht gehen. Ich meine, es gibt auch mittlerweile in Super Mario World eine Art Mario Maker Sprite Patch. Aber ich weiß nicht genau, wie das jetzt in der Hinsicht funktioniert. Ja, aber ich denke, das ändert nichts an in einem Patch. Sprite Limitations, oder? Ich glaube, die werden weiterhin existent sein. Ja, das ist ein anderer Patch, den man damit so ein bisschen beheben kann. Aber auch nicht komplett. Okay.
Jetzt kann ich den drücken. Aber gut. Ist ja jetzt auch nicht so relevant. Ich finde es cool, dass die Koopa Shell so ein bisschen blutig unten aussieht durch diesen roten Effekt. Das ist extra dazu gezeichnet tatsächlich. Ah, okay. Das so rote. Das ist natürlich Kunstblut dran geklebt worden. So, das drücken wir jetzt alles hier nicht. Genau. Das drücken wir jetzt auch mal nicht. Da ist eine Tür. Oh, wir sind draußen. Ja, Halleluja. Dann ist der Secret Exit da, wo ich hoch wollte mit den blauen Schaltern. Wer weiß, wer weiß. Naja, das ist ja das, wo ich noch nicht rein konnte. Du musst ja auch erstmal. Du musst erstmal schauen, wie du da hinkommst. Das kann dann nicht so schwierig sein. Das war das, was ich die ganze Zeit schon versuchen wollte. Ah, jetzt muss ich den gelben Masken wieder drücken. Das war das, was ich die ganze Zeit schon versuchen wollte. Und jetzt habe ich aber mehr Schalter da drüben zur Verfügung noch, die ich drücken kann. Also erst muss ich das hier machen, dass ich überhaupt unten durchlaufen kann. So, jetzt kann ich unten durchlaufen. Sehr schön. So, hier ist der gelbe. Wenn ich den drücke, geht alles an, außer blau und rot. Also ja, es geht halt gelb an. Hier ist der blaue. Ach so. Ich muss aber ja nachher praktisch den blauen und gelben gleichzeitig ausgelöst haben. Das heißt, der... Okay. Ja, das... Nee, Quatsch. Der gelbe ist jetzt ja... Wie willst du denn... Der gelbe ist jetzt ja schon aus. Nee, passt schon. Der blaue muss aus sein. So. Andersrum. Wenn ich jetzt den drücke, sind dann die gelben Blöcke... Ja, hey, jetzt passt's ja. Hey, jetzt passt's ja schon. Hä? Hey. Jetzt habe ich ja schon, was ich will. Ja. Genau. Oh, okay. Und da ist auch schon mein Secret Exit. Hier hätte ich noch eine Shell ganz gerne dabei. Ja. Ich gehe da nochmal neu rein. So. Was ist da unten? Ach so. Da unten ist nichts. Da war kein Boden. Das haben wir ja recht schnell geklärt, was da unten ist. Jo. Aber wenn ich jetzt eine Shell von außen hier reinnehme, wäre es ja sozusagen... Oh, das wollte ich nicht. Kann ich wahrscheinlich gar nicht, weil in dem Moment kriege ich keine. Diese blutige Shell... Oh, ich bin blöd. Diese blutige Shell kriege ich in dem anderen Abschnitt. Und da komme ich nicht hier rein. Ja. Okay. Alter, 5000 Münzen, ich bin reich. Ja, du kannst dir davon sogar auch Leben holen. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, der Reichtum nützt mir nichts, weil ich ihn nicht mal einsetze. Das ist so dieser imaginäre Reichtum. Man hat das Geld einfach und man hat es. Und man gibt es einfach nicht aus. Genau, aber die Shoppreise bleiben die gleichen. Oder auch dieselben, besser gesagt. Ja. Und ja, da ist alles. So. Ich hab dran gedacht, aber irgendwie habe ich nicht umgesetzt. Genau, genau. So, zack, zack, zack. Jetzt gehen wir hier nochmal durch. Lass uns nicht mehr erschrecken. Zweimal reicht. So. Jo. Das Level hast auch du gebaut. Das ist richtig, genau. Das habe ich gebaut. Um das noch kurz hier der Vollständigkeit halber. Ist auch eins der komplexeren Level. Ja. Also vom Levelaufbau, wie ich. Also generell, manche so Level, die kann man relativ schnell bauen, weil die auch geradliniger sind mit so wenigen Verzweigungen. Aber solche Rätsellevel sind halt sehr kompliziert beim Bauen, finde ich. Oh, wait, ich muss da mit Pilz rein. Nee, du musst nicht mit Pilz da reingehen, aber damit hast du dir halt was vereinfacht. Ah. Ist tatsächlich so gedacht, dass man das so machen kann. Ach, der gelbe hier, den kann ich drücken, den habe ich nicht gesehen. Okay, ja. Ich drücke den gelben, jetzt komme ich hier an die... Ja, jetzt habe ich meine Shell. Und jetzt komme ich hier an den Schlüssel. So. Oh. Und jetzt brauche ich noch
Ja, aber wie macht man das kaputt, wenn man nicht hier mitschlitten? Ach, dann kann man hier dran vorbei. Jetzt sehe ich das erst. Ah, wir haben's. Nee, nicht dran vorbei. Du hättest halt mit den Cooper-Panzer das aufmachen können. Kann ich echt nicht dran? Moment, den dagegen muss ich kriegen. Kurz ausprobieren. Du kannst da manchmal nicht durch, weil der Turnblock auf der Stelle ist. Ah, ja. Du hast recht. Genau, also halt von der Seite kannst du den ankicken. Okay, sehr schön. Genau. Jetzt gucken wir uns vielleicht noch das Level da drüber an. Den Stern machen wir dann das nächste Mal, wenn Lux wieder dabei ist. Alles klar. Arachnophobie. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt hier rein will. Okay, auf geht's. Wie schlimm kann es schon sein? Ich hab gehört, du magst Spinnen. An sich habe ich nichts gegen Spinnen. An sich habe ich nichts gegen Spinnen. Das ist also eine gute Sache. Hä? Ah, die geht doch die Röhre. Wieso? Hä? Blöd mir. Ich habe mich auch gerade für eine Sekunde gewundert, warum es nicht geht, aber ich wollte mal dich machen lassen. Ja, wir schieben es einfach drauf, dass ich zu doof bin zu drücken. Alles gut. Ach. Alles gut, alles gut. Solange es die kleinen Spinnen bleiben, ist alles in Ordnung. Ja. Was ich. Oh Gott. Hier war mal. Oh ja. Nee, hä? Hier war mal lustigerweise auch ein. Wow. Okay. Ich frag mich mal, warum das du schaffst. Hier war auch mal ein großer Jumpscare-Raum geplant, tatsächlich. Und der war auch mal eingebaut. Aha. Aber den haben wir dann im Nachhinein entfernt, weil das ein etwas größerer Levelabschnitt war. Und der ziemlich schwer war, zum einen. Ja, und zum anderen, weiß ich, wollten wir nicht übertreiben mit Jumpscare. Einarbeit. Ja, gut. Genau. Ah, da komme ich nicht hin. Ja, wenn man es halt jedes Level macht, ist halt nicht gut. Ja, genau. Das ist richtig. Aber ich meine, es ist so eine Gruselwelt, da kann man das hören. Also oh, wait, das brauche ich bestimmt. Oh mein Gott! Kriege ich noch ein Power? Okay, ich kriege kein Power-Up mehr. Dann gehen wir einfach wieder. Richtig. Ah, oh, jetzt ist die wieder da. Habe ich die nicht gekillt? Wahrscheinlich nicht. So. Jetzt kommt die wieder. Und jetzt bin ich hier gestorben. Ach, daher wäre ich vorhin gar nicht weitergekommen. Ah, ist ja gut, dass ich gestorben bin. Da hättest du das Springboard gebraucht. Genau, hier. Hallo Säge. Hallo Blume. Oh, das Level finde ich cool. Ja. Da unten ist ein Kristall. Das freut uns sehr. Jetzt aber nee, das war blöd. Ja, das war ein bisschen zu hastig. Ich finde diese Grinder in der Welt extrem cool, dass man da die halt an den Wänden hochfahren lassen kann. Ich kann die töten. Dann sind das, ja, dann sind das ungezeichnete Dings. Meinst du Sparkies? Nee, ich mein, von der Art her. Wobei Sparky würde auch passen, ja, aber der Sparky ist ein bisschen halt langsamer. Nur ein schneller. Genau. Ich meinte die Unterwasserdinger. Ach, die Urchins meinst du? Aber die ist jetzt dann auch nicht, okay. Genau, das sind tatsächlich so Custom Sprites. Ah, okay. Also, warte nochmal. Naja, dazu will ich mal jetzt nichts sagen. Ich hab nicht gedacht, dass ich. Ich dachte, ich bin schon dran vorbei an dem Feuer, aber war ich nicht. Du musst ein bisschen aufpassen, du hast nur noch ein Leben. Also, wenn du gleich den Midway Point einsammelst, am besten entweder ein Safe State setzen oder damit leben, dass man nur noch ein Leben hat. Oh, ich bleib bei Safe State. Damit leben, dass man ein Leben hat. Ja. Ach, ich hab die Münze nicht, deswegen kam der wieder. Das mag gut sein, ja. So, okay, jetzt bleib mal hier. Behalt mir nämlich mal die Blume. Das ist ein guter Plan. Oh boy. Oh, dann versuch das mal. Vielleicht bleibt das auch einfach. Jetzt hat auch rechts rausspringen können. Naja, egal. Wie rechts? Ja, jetzt. Ich meine, ach so, du hättest nach rechts gehen können. Oh, oh, hi. Über den Grinder springen können. Das stimmt. Dann hättest du nicht so einen Block breiten Spinjump da machen müssen. Das stimmt. Aber ich finde allein jetzt auch wieder die Idee cool, mal so eine komplette Gruselwelt zu machen. So nicht nur ein Level oder so, sondern das ist ja anscheinend. Die ganze Oberwelt hat ja schon so eine Gruselstimmung. Ja. Auch durch die Musik. Das ist richtig. Das ist mal ein interessantes Thema. Das hat man so auch nicht so oft. Ja. Ah, die geht hier rum. Ach, bin ich denn blöd? Mensch, jetzt Kenner. So, jetzt weiß ich nicht, wo die ist. Jetzt ist sie unter mir. Oh, ich dachte, das funktioniert. Schade. Ich dachte, ich kill die damit direkt. Das aber hat sie killt mich direkt damit. Das hat nicht hingehauen.
aber kein Problem. Kann schon nicht mehr reden, Hilfe. Mal gucken, ob wir diesmal die Blume behalten können. Das wäre doch schon mal ein Erfolg, dankeschön. Sieht doch gut aus. Ich verliere es jetzt aber eher an dem Viech hier drüben. Oder auch nicht. Ja. So, und Abflug. Du kennst die Frage, was glaubst du eigentlich, wer dieses Level gebaut hat? Du. Nein. Das hat Ochs gebaut. Das hat Ochs gebaut, alles klar. Genau. Richtig, richtig. Grüße gehen raus an Ochs an der Stelle. Der gerade Hilfe ist. Was ich auch gleich tun werde. Das ist ein guter Plan. Den werde ich auch gleich mal umsetzen. Midway Point. Und Röhr. Genau. Ich wollte gerade. Oh, Gottes Willen. Ich wollte gerade fragen, warum die jetzt nicht gescreent hat, aber das ist. Die hat dann doch woanders hingeführt. Das war keine Screen Scrolling Pipe mehr. Die führt eigentlich nicht woanders hin. Hat das also, den Grund, dass die. Die führt halt nur nach unten. Aber hat es den Grund, dass man da das Level wechselt und bei den anderen nicht? Ich glaube, das haben wir so gemacht. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht mehr so sicher, warum das der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, dass es so, damit man mehr Zeit hat, um zu sehen, dass man da von der grauen, fallenden Plattform wegspringen muss. Na gut, hat mir nichts gemacht. Aber ich kann aber wirklich nicht mehr mit Sicherheit sagen, warum das der Fall ist. Okay, verstehe. Vielleicht, also manchmal haben wir auch sowas gemacht, damit wir so Sprite-Probleme aus dem Weg gehen können. Weil das könnte es nämlich auch gewesen sein. Das kann ich mir jetzt eher vorstellen. Dass dann ab einem bestimmten Punkt im Level halt keine Sprites mehr aufgetaucht. Was ist das denn? Invisible Spinne. Kann ich nicht sagen. Ist wahrscheinlich so im Sprite so reingeschrieben worden, in der ASM-Datei. Dass die nicht durch einen Koopa-Panzer kaputtbar ist. Aber die andere ist durch einen Koopa. Ich spring mal ganz kurz zurück. Die andere ist durch einen Koopa-Panzer gestorben. Die ist hier unten einfach. Dann. Hier, die da oben. Die stirbt nämlich. Gut, dann die sie einfach, hat hier einfach ihren Blindspot gefunden. Ja, ich weiß auch nicht, warum das der Fall ist. Getroffen werden kann. Naja. Egal. So. Crazy. Nicht schon wieder! Ah, okay. Jetzt weiß ich schon zwei Blöcke, wo ich aufpassen muss. Der da? Super. Ah ja, für Leute, die Angst vor Spinnen haben, ist das Level schon interessant, glaube ich. Ja. Weil von der Atmosphäre her, das fühlt sich wirklich so... So viel zu deinem Blindspot, du Mistvieh. Oh Gott, hallo Säge. Hallo, andere Spinne. Zum Glück hat die jetzt funktioniert, die Röhre. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wir machen das ganz ruhig. Wait, da oben ist ein Springboard. Machen wir erstmal dich weg. Tschüss. Warum sind die Münzen? Gut. Okay, ich brauche das Springboard und das kriege ich so. Nein, das war die falsche Röhre. Nein, ich komme nicht zurück. Jetzt muss ich nochmal durch die Röhre. F. Schrei mal kurz nach rechts. Ja, die muss wieder kommen. Und ist wieder zurück. Ja, die müssen sein. Was mache ich, wenn ich alle blauen Blöcke verhauen habe? Dann bist du wahrscheinlich tot, glaube ich. Verdammt. So. Aber komplett souverän gemeistert, wie man nicht erkennt. So. Okay, ich muss da rüber. Genau. Gut, dass da in der Mitte keine ist. Oh boy, jetzt kommen noch mal ganz viele Spinnen. Mit Mannschaft runter. So lange geht das aber nicht mehr. Okay, jetzt wenn ich groß wäre, kenne ich hier wahrscheinlich einen Bonus mehr. Aber da ist das Ziel. Ja, das könnte die dritte Yoshi-Coin gewesen. Also, dritte. Ich bin. Nee, da spule ich zurück, ich bin doof. Das gibt's aber nicht. Das sehe ich nicht. Ah, oh, was für ein dummer Sprung, Mann. Ach, GG, würde ich sagen. Jawohl. So.
Und dann gibt's beim nächsten Mal. Das macht ja schon hier Vorfreude. Phantom Fortress. Ja. Wobei, ist das Schlüssel-Phantom-Viech? Nee, das ist Gott sei Dank. Aber wir haben jetzt kein weiteres Level mit einem Phantom eingebaut. Ah, sehr gut. Umso besser. Keine Sorge. Gut, dann sind wir mal gespannt, wer dieses Phantom ist beim nächsten Mal. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin auch gespannt. Und tschüss. Ciao.